Und damit hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge, wenn ich das richtig sehe. Ja, 83. Folge des Command & Conquer Alarmstufe Road 2 Let's Play, wo wir uns gerade hier am Addon befinden und hier letzten Einschlag. Diese rollende Monstrosität überrollt sogar unsere Panzer, während uns die Truppen aus dem Inneren durch die zahlreichen Schießscharten unter Beschuss nehmen. Okay. Während wir ja jetzt noch nicht wissen, was hier genau abgeht, ich weiß immer noch nicht, ob... Wieder so ein Trick der Alliierten. Der Mirage-Panzer kann sich jedem Hintergrund anpassen und uns so getarnt angreifen. Ja. Wo wir ja nicht wissen, was passiert. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass... Verstärkung eingetroffen. Okay, wir bekommen die Möglichkeit, eine Base zu bauen. Sehr schön. Immer noch die Befürchtung, dass ich keine Base bauen kann. Aber es hat sich soeben erledigt. Wir bekommen die Möglichkeit, eine Base zu bauen. Wir haben jetzt ein... Eigentlich ein anderes Problem. So, du kannst dich direkt da aufbauen. Produktion läuft. Einheit verloren. Bereit zur Vernichtung. Hör euch das an. Wie traurig. Okay, gut. Wir bauen hier oben eine Base auf. Produktion abgeschlossen. Dieses Mal müssen wir diese Mission ja andersrum abschließen. Neue Bauoptionen. Oh oh. Nicht gut. Den da hinten zuerst, der ist lower. Einheit verloren. Okay, passt. War okay, gut. Dann, auf geht's hier, Basebuilding. Wir brauchen relativ zügig sehr, sehr viele Ressourcen. Und ich weiß noch nicht, ob der Chrono-Teleport für mich ein ernstzunehmendes Problem ist. Aber theoretisch gesehen mit einer Basis zusammen sollte das eigentlich machbar sein. Okay. Das war so nicht geplant. Wir brauchen ganz dringend überhaupt erstmal irgendwelche Dev gleich, sodass dahin den bauen. Nein, den zuerst. Produktion läuft. Also theoretisch gesehen könnte ich wieder massiv Sammler bauen. Praktisch ist die Frage, bekomme ich vom Spiel die Zeit? Einheit verloren. Ich befürchte, Produktion abgeschlossen. Ja, es wird an Zeit mangeln. Aber gut, ich werde es rauskriegen. Kannst du das hier normal töten oder brauche ich dafür Einheiten? Produktion abgeschlossen. Okay, Erdsammler unter Beschuss. Noch ein davon. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Versuchen wir es mit Base Dev. Und hoffen, dass sie irgendwie was bringt. Einheit verloren. Genosse General, Einsteins Chronosphäre ist jetzt betriebsbereit. Er hat sie seinen alliierten Verteidigern übergeben. Jetzt bedroht sie unseren Stützpunkt. Produktion abgeschlossen. Nicht gut. Nicht gut. Erdsammler unter Beschuss. Das ist so gar nicht gut. Abgeschlossen. Dahin. Produktion noch ein. Läuft. Weil das Gebäude ist gleich weg, das weiß ich. Ich versuche jetzt hier so viel Dev aufzubauen, wie geht. Hat sich soeben erledigt. Steht unter Beschuss. Produktion läuft. Reparatur läuft. Einheit verloren. Eieiei. Produktion abgeschlossen. Es läuft so lala. Neue Bauoptionen. Und nochmal einen geschützten. Produktion läuft. Reparatur Ballern wir das läuft. Einmal selber voll da drauf. So. Das war nicht gut. Unsere Basis steht aber auch nicht Geschütz. Scheiße. Produktion abgeschlossen. Produktion davon läuft. Ein. Reparatur läuft. Okay. Okay, es geht schlimmer. Es hätte schlimmer sein können. Produktion abgeschlossen. Jetzt müssen wir dringend dafür sorgen,
dass ich Ressourcen reinkriege, und zwar mehr. Und da muss ich dafür sorgen, dass die Base dafür irgendwie klappt. Aber zumindest haben wir erstmal einen Anfang. Produktion abgeschlossen. Dahin. Jetzt setzen wir noch hier irgendwo einen hin, und da muss das erstmal reichen. Erstmal mal wohlgemerkt. Hier, das ist abgebrochen. Ein sehr ernstzunehmendes Problem da oben. So, komm, mach mir die Waffenfabrik fertig. Also das Ziel ist wieder, wie wir es bereits aus der letzten C&C-Mission gemacht hatten, aus der Alliierten-Kampagne gegen Yuri. Wir bauen so viel Dev, dass der Arsch platzt. Produktion. Und sobald wir ordentlich Dev haben, Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Sobald wir ordentlich Dev haben, legen wir hier von ganz alleine richtig los. Produktion abgeschlossen. So, da nochmal Strom hin, noch einmal Strom. Produktion läuft. So, jetzt ist eigentlich das Wichtigste, was kommen muss, sind diese Sammler. Da würde ich jetzt auch sagen, werden wir tatsächlich die Produktion hier jetzt ein bisschen einstellen. Produktion abgeschlossen. Und Produktion hier noch einen Geschützturm hin und dann sagen, jetzt warten wir erstmal darauf, dass mehr Sammler da sind. Bevor wir noch mehr Kohle ausgeben. Einheit bereit. Und können im Zweifelsfall ja immer noch reagieren. So, da haben wir wie viel Sammler? 5. Das könnten wir auf 6 erhöhen. Bei den ganzen Ressourcen erhöhen wir das auf 6. Das klingt gut. Ich meine, schaut euch an, wie viele Ressourcen hier da sind. Die werden definitiv eine Zeit lang beschäftigt sein. Und dann kann ich wenigstens auch eine vernünftige Angriffsarmee auf die Beine stellen. Einheit bereit. Kriegssammler hier. So, ihr werdet hier schon mal jetzt zu 5, damit ich euch hier. Stolz der Arbeiterklasse. Alles sehen kann. Ich hätte tatsächlich gedacht, die Mission wird schwerer, aber anscheinend. Weil ich finde es immer noch witzig, dass das quasi die Mission ist, die wir auf der alliierten Seite bereits einmal gespielt haben, wo wir einen Stein verteidigen sollten, und hier einmal genau andersrum. Finde ich relativ witzig. Vor allem, da wir hier oben genau die Base auch dorthin gestellt bekommen haben, oder hinstellen, so grob, wo sie auch in der anderen Mission war. Also es ist eigentlich Einheit wirklich bereit. Original das gleiche, nur einmal umgedreht. Nee, du solltest noch 5. So. Wenn jetzt gleich die 2 Sammler da sind, dann haben wir hoffentlich genug Income, um hier einen vernünftigen Angriff zu schnell eine Armee auf die Beine zu stellen. Aber wir haben, glaube ich, eh schon den schlimmsten Momentum haben wir schon hinter uns, als die erste große Welle hier gerade kam. Und wir das mit normalen Gebäuden gedefft haben. Das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich hinkriegen musste für diese Mission. Einheit bereit. Wir machen Mütterchen Russland. Ich Stammler hier. So, das ist der letzte Sammler, ergo weiter geht's hier mal mit Produktion läuft. Den restlichen, in Anführungsstrichen, Scheiß zu produzieren. Wir bauen wieder einmal alle Gebäude, damit ich danach entscheiden kann, mit was ich die Offensive starte. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Dahin Werkstatt. Produktion läuft. Und du noch mit zu finden. Neue Bauoptionen. Tesla-Spule brauche ich nicht unbedingt. Produktion läuft. Ich kann ja mal eine hinstellen. Ja, ist doch da die Werkstatt und das Sowjetlabor. Und dann sollte es. Produktion abgeschlossen.
Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Langsam in Richtung gut werden. Obwohl es sinnvoll wäre, vielleicht ein paar mehr als nur eine Tesla-Spule hinzustellen. Um an den Fall zu denken, dass wir vielleicht doch mehr brauchen. An Base Dev. Das Ding kann hier oben stehen bleiben, das will ich eh nicht benutzen. Dann stellen wir hier mal eine Tesla-Spule hin. Produktion läuft. So. Ihr geht euch mal reppen. Reparatur läuft. Jetzt kommt gleich der nächste Chrono-Teleport. Einheit repariert. Das Ding dahin. Wenn Sie unsere neuen Industriekraftwerke bauen und einsetzen, können wir unsere Einheiten schneller und effizienter herstellen. Reparatur läuft. Dann wollen wir das doch mal probieren. So, ich wollte hier noch genau gucken. Hatten hier nicht noch Gebäudeschaden? Nee, habe ich falsch gesehen. Produktion abgeschlossen, dann eine Tesla-Spule dorthin. Produktion läuft. Wir brauchen Strom. Dringend Strom. Okay. Brech das noch einmal ab? Nein, wir bauen das noch. Aber ich brauche definitiv dringend Strom. Neues Ziel erhalten. So, hier können wir schon mal Produktion die zwei läuft. Und davon fünf produzieren. Und davon fünf. Oh Gott, unser Panzer. Die Party wird abgehen. Kann man das ja eigentlich auch direkt so machen. Einheit befördert. Erdsammler unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Jetzt sich nur die Frage. Spionageflugzeug bereit. Schicke ich meine Sammler ein Stückchen zurück oder nicht? Fahrzeug belichtet. Ziel gesichtet. Einheit bereit. Das dahin, dann ein Kernkraftwerk. Komm, Stückchen zurück mit euch. So, wir haben ja keinen Strom. Einheit bereit. Ich hab ganz vergessen. Die Sammler gehen mal einmal alle zurück hier. Das passt nicht. Ja, schön, dass jetzt auch noch meine Energie kurzzeitig offline ist. Erdsammler unter Beschuss. Einheit befördert. Reparatur läuft. Gib mir das Kraftwerk. Produktion abgeschlossen. Ihr könnt da schon wieder anfangen. Kraftwerk kommt dahin. Und dann sollte zumindest erstmal der Strom gleich wieder stehen. Sobald er nicht mehr sabotiert ist. Einheit bereit. Einheit verloren. Oh ja. Strom steht sehr gut. So. Wo habe ich Einheiten verloren? Hier. Oh Mann. Produktion abgeschlossen. Ja, ich kann diese Einheiten weglassen. Die bringen so gar nichts. Eigentlich sind sie gegen Bodentruppen gewesen, aber ich mir das angucke. Mann. Kann ich mir echt sparen. Hier, das kann weg. Okay, wir brauchen jetzt quasi nur noch eine Angriffsarmee. Will ich es mal probieren mit nur Apokalypse-Panzern? Wollen wir das mal testen? Das ist halt die Frage, was ich gegen er dann mache, aber eigentlich... Wir probieren das mal. Eine Armee mit nur Apokalypse-Panzern. Mal gucken... Wie das Spiel darauf reagiert. Naja, eher wie ich darauf klarkomme.
Ich glaube ja, dass es keine so gute Idee ist, aber das können wir herausfinden. So, kriegt ihr das hier hin? Produktion abgeschlossen. Tesla-Spulen dahin. Produktion läuft. Tesla-Spulen können wir noch ein paar aufstellen bei dem großen Kraftwerk. Ihr kriegt das soweit geregelt. So, diese Panzer meine ich, das sind dann nur noch die ich dann hätte. Keine Ahnung, ob das gut wird oder ob das eher scheiße wird. Ich weiß, dass mal ein Apokalypse-Panzer bei mir quasi die ganze Base auseinandergenommen hatte, der auf Stufe 3 gelevelt war. Also könnten die ja auch gut sein. Also mal gucken. Mehr als abgrundtief schief gehen kann es ja nicht. So, das ist alles bereit, das ist okay, ist mir alles egal. Produktion abgeschlossen. Dahin. Produktion. Sonst würde ich hier noch einmal noch zwei Tesla-Spulen hinstellen, dann vielleicht Einheit noch eine bereit. Irgendwo hier in die Mitte. Und dann würde ich sagen, muss die Dev halten. Wir machen Mütterchen Russland stark. Für eine größere Dev würde ich dann tatsächlich gar nicht hier jetzt noch unbedingt viel übrig haben. Produktion abgeschlossen. So, Produktion dahin. Läuft. Einheit bereit. Und dann würde ich jetzt ja vorschlagen, pappendreist, wir warten auf den nächsten Angriff. Und sobald wir den gedefft haben, machen wir Go. Mal gucken, ob ich diese Taktik verfolge. Dumm wäre sie nicht. Intelligent ist sie aber auch nicht. Wir machen Mütterchen Russland stark. Was mich halt am meisten stört, ist, dass er den Chronoteleport da unten die ganze Zeit aufhebt und nicht einsetzt. Und wenn er den an die falsche Stelle teleportiert, mache ich ein richtig dummes Gesicht. Deswegen bin ich da nicht so happy mit, wie ich es gerne wäre. Produktion abgeschlossen. Dahin und noch eine kommt. Produktion läuft. Wie sieht's hier aus? Ja, ja. Okay, ich sehe schon, hier werden wir trotz alledem gegen die Dinger mit den Apokalypse-Panzern vielleicht kleinere Probleme haben. Einheit bereit. Wenn ich mir das angucke, auch noch. Ich brauche definitiv was gegen er. Sind die flach? Achtung, Chronosphäre aktiviert. Gut genug? Jo. Das Ende aller Tage. Unsere Basis steht unter Beschuss. Hier weg und Reparatur. Reparatur läuft. Jo, das war Produktion abgeschlossen. Ein wenig unangenehm knapp, aber alles noch im Rahmen. Dann kommt hier mal noch eine Tesla-Spule hin. Produktion läuft. Also ich meine, ich habe das Gebäude halten können. Reparatur läuft. Aber bereit. Zu welchem Preis? Ja, das war jetzt wieder, weil ich einmal die Sammler bewegt hatte, damit die hier an dem Ressourceninkam-Gebäude nicht so dumm stecken und Schaden bekommen. Sammeln die sich halt jetzt hier einmal ein bisschen anders. Produktion abgeschlossen. Erzsammler unter Beschuss. Der ist weg. Na gut, die Dev hat ja ganz gut von alleine gehalten. Tesla-Spule, wo kommt noch eine hin? Einheit bereit. Dahin. So, dann hoffen wir noch mal, dass die Dev jetzt langsam reicht. Wunderschön. Wie einfach stupide reinfährt. Und haufenweise Damage bekommt.
Ja gut. Die 20 Minuten sind rum. Wir gehen einmal in die nächste Folge. Dann gucke ich mal, wann und wie ich hier den nächsten Angriff starte. Also meine Armee ist ja eigentlich nur gegen Air-Scheiße. Also da müssen wir gucken, ob wir das noch irgendwie geregelt kriegen oder ich einfach mal just for fun das ignoriere. Aber ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da hinten. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für den Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschüss.